Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Ich möchte im heutigen Video ein paar Themen rund um den Stridswagen K besprechen, die mir nun, seit er angekündigt und released wurde, so ein bisschen aufgefallen sind und die mir tatsächlich teilweise ein bisschen negativ aufstoßen bzw. mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben. Der Stridswagen K, wir wissen es alle, der allererste echte Tier 9 Premium Panzer, der hier nun ins Spiel eingefügt wurde, in einem Marathon, so wie wir ihn auch aus vergangenen oder für vergangene Panzer kennen. Und so weit, so gut. Wargaming eröffnet hier natürlich mit dieser Einführung von echten Tier 9 Premium Panzern eine Monetarisierungslinie, die wir so noch nicht kannten und die natürlich auch die Frage aufwirft, wohin führt das in den nächsten Jahren? Und wird es den ähnlichen Premium-Panzer Power Creep dann irgendwann auch auf Tier 9 geben? Darum soll es hier aber primär gar nicht gehen, sondern es soll halt um Aussagen über diesen Panzer gehen, die wir meiner Meinung nach teilweise auch selber mitverschuldet haben, dass solche Aussagen überhaupt kommen, beziehungsweise dass, ja, dass solche Aussagen getätigt werden. Diese Grundaussage ist einerseits, der Panzer wäre scheiße. Die zweite Aussage, er wäre überflüssig. Und die dritte Aussage ist, WG oder Wargaming ist geldgeil. Fangen wir mit der ersten Aussage an. Der Panzer ist scheiße. Das ist erstens eine Aussage, die in aller Regel rein subjektiv getroffen wird. Und gerade wenn man sich die Kommentare in Videos oder unter Videos, in Streams, in den Facebook-Gruppen, im Forum durchliest, auch teilweise zu Zeitpunkten getätigt werden, wo man davon ausgehen muss, dass derjenige den Panzer selber noch gar nicht gefahren hat. Und selbst wenn, frage ich mich, wenn dann das Argument kommt, ja, ich habe ihn ja gar nicht und er ist trotzdem scheiße, wie kannst du denn das überhaupt richtig beurteilen? So. Und hier ist aber genau der Knackpunkt, dass, und das ist halt meine Meinung zu dem Thema oder zu dieser Aussage, dass in den letzten Jahren durch diesen massiven Power Creep, dem wir im Spiel erleben, die Wahrnehmung und auch die Erwartungshaltung von uns Spielern selber mittlerweile ein bisschen verschoben ist. Denn wenn man sich den Stridswagen K anschaut, sich die Stats anschaut, in den Vergleich setzt, aber ihn auch selber mal fährt, soweit man ihn halt gekauft oder sich erspielt hat, dann wird man feststellen, ja, der Panzer ist kein ultra starkes Fahrzeug, so wie vielleicht ein Concept 1B auf Tier 9 im Belohnungspanzerbereich, aber er ist trotzdem in Ordnung. Klar hat er Vorteile, beziehungsweise er hat auch Nachteile, aber er ist völlig in Ordnung. Der Panzer ist nicht scheiße. Aber woher kommt denn diese Aussage, dass der Panzer scheiße wäre, wenn man ihn dann halt in den Vergleich setzt und denkt, naja, aber wenn ich mir jetzt ein Concept 1B angucke, dann ist der Panzer scheiße. Ja, und da ist genau der Punkt, da liegt der Hase im Pfeffer. Wenn man sich natürlich als Maßstab Panzer herannimmt, die extrem stark sind, dann kommt man natürlich zu dieser Aussage. Beziehungsweise ist einfach durch diesen Power Creep auch auf Tier 8, im Tier 8 Premium Bereich in den letzten Jahren einfach diese Erwartungshaltung entstanden, dass wenn ein neuer Premium Panzer kommt, dass er halt immer super stark sein muss. Also schauen wir uns den 07 an, schauen wir uns den Burask an, schauen wir uns den Prochetto an, den Medium Panzer, schauen wir uns den Skoda T56 an, schauen wir uns den Renegade an. Das sind alles relativ gute Beispiele dafür und das führt natürlich auf lange Sicht gesehen zu so einer verschobenen Wahrnehmung. Und eigentlich, wenn man mal vernünftig an die Sache rangeht, muss man eigentlich fast sagen, der Stridswagen K ist ein Premium-Panzer, so wie er eigentlich sein sollte. Und nicht der 07 oder der Burask oder der Renegade oder was auch immer ihr da nennen wollt. Nein, das sind einfach Panzer, die eigentlich keine 8er in dem Beispiel sind, sondern vielleicht 8,5 Tier. Also ihr wisst, was ich meine. Wargaming hat also mit dieser Einführung dieser extrem starken Premium-Panzer zu so einer Wahrnehmungsverschiebung beigetragen, dass wir als Spieler, als Community halt mittlerweile immer davon ausgehen, dass der neue Premium-Panzer ultra stark sein muss. Und das kann es ja unter dem Strich nicht sein. Und das finde ich, das finde ich halt doof und das finde ich schade. Und das sind wir als Community, als Spieler auch selber gefragt. Ich nehme mich da auch nicht aus, definitiv nicht.
sowas halt kritischer zu betrachten, beziehungsweise halt mit unseren Aussagen auch mehr mit Bedacht umzugehen vielleicht, weil Wargaming natürlich auch auf solche Aussagen reagiert. Wenn jetzt alle schreien, der Stritzwagen K ist scheiße, was wird denn passieren? Also, was ist die am höchsten angesetzte Wahrscheinlichkeit für das, was passieren wird? Ja, der nächste Premium-Panzer, den Wargaming auf Tier 9 einführt, wird halt tendenziell zu stark gebalanced. So. Und dann haben wir wieder den Salat. Und dann schlägt das Pendel der Aussagen wieder ins Gegenteil um. Ja, der Panzer ist zu stark, bla bla bla. Power Creep hin und her. Es werden nur noch OP-Panzer eingeführt, OP-Premiums. Ja, super. Das muss nicht so passieren und die Handlungen von Wargaming hängen natürlich auch nicht nur von uns, von unseren Aussagen ab, aber ich möchte das einfach mal so ein bisschen in den Raum stellen, dass darüber mal ein bisschen mehr nachgedacht wird. Und wie gesagt, ich schließe mich da selber nicht aus bei solchen Aussagen, ja. Ich habe da höchstwahrscheinlich auch eine gewisse Aktie mit dran. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Panzer wäre überflüssig. Wenn man das Argument wirklich werten würde, beziehungsweise umsetzen würde, ja, ganz ehrlich, dann wäre jeder Premium-Panzer überflüssig, der ins Spiel eingeführt wird. Oder jede Panzerreihe. Weil dann könnte man auch sagen, wir haben die Standardnation, ja, britisch, deutsch, amerikanisch, französisch irgendwie. Habe ich jetzt was vergessen? Höchstwahrscheinlich. Aber ihr, so, man hat die Standard-Panzernation und das war's dann irgendwie. Mehr braucht das Spiel nicht. Nur was dann passiert ist, dann wird halt auch nur kritisiert, dass Wargaming keine Inhalte einführen würde. Und was dann unterm Strich passiert, das Spiel wäre, glaube ich, auf kurz oder lang tot. Ohne neue Inhalte würde das Spiel auf kurz oder lang halt Spieler verlieren und damit wäre World of Tanks relativ, also schneller tot, als es vielleicht mit neuen Inhalten ist. Ja, das so, und deswegen ist dieses Argument in meinen Augen ein völliges sinnloses Argument, weil auch am Ende natürlich niemand gezwungen ist, auch sich diesen Panzer in irgendeiner Form in die Garage zu stellen. Ihr müsst den Marathon nicht spielen. Ihr müsst es nicht machen. Ihr könnt auch weiter eure Tier 7, 8 oder T10 oder andere Tier 9 Panzer spielen. Also wenn es darum geht, ist der Stritzwagen K nicht der Dealbreaker hier, um weiter World of Tanks zu spielen. Ja? Wie gesagt, das Argument ist einfach Blödsinn, weil man das auf jeden anderen Panzer, der neu eingeführt wird, auch einfach anwenden kann. Und das ist einfach Quatsch, weil dann halt geheult wird, dass keine neuen Inhalte kommen. Und der letzte Punkt, Wargaming ist geldgierig. Nun, das ist eine sehr, 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 sehr polemische Aussage, die, selbst wenn es so ist, kann man das nicht nachweisen, weil keiner von den Wargaming-Verantwortlichen wird sich hinstellen und sagen, ja klar, wir sind geldgierig. Und selbst wenn es so wäre, so what? Dann kann man jetzt ganz polemisch auch sagen, dann spielt halt das Spiel nicht weiter. Also, diese Aussage ist pure Polemik, es ist purer Aktionismus. Es bringt auch einfach überhaupt nichts, weil es ändert nichts daran, nur die Aussage zu treffen, Wargaming ist, hallo TS5, Wargaming wäre geldgeil, weil daran ändern können wir am Ende eh nichts. Das Problem ist, glaube ich, auch bei solchen Aussagen, dass man einerseits natürlich vergisst, dass Wargaming in diesem kapitalistischen System, in dem wir halt nun mal leben, ein ganz normales Unternehmen ist, wie andere Spielehersteller auch. Sie wollen halt Geld verdienen und ja, es kann natürlich sein, dass das Wargaming auf eine sehr, sehr aggressive Art und Weise macht und das relativiert das jetzt nicht, aber das machen andere Unternehmen auch. Ich will das um Gottes Willen nicht relativieren damit, aber warum Wargaming jetzt? Und ich glaube, der Grund, warum diese Aussagen kommen, ist, dass wir als Community uns natürlich extrem mit diesem Produkt identifizieren, weil wir es halt teilweise über Jahre spielen und daraus erst überhaupt solche Aussagen resultieren. Jemand völlig Unabhängiges oder sagen wir mal jemand, der World of Tanks nicht kennt und sich einfach nur versucht, sehr neutral, sage ich mal, eine Meinung über das Spiel und das Unternehmen, was dieses Spiel entwickelt, zu bilden, der wird, glaube ich, nicht relativ schnell oder als erstes zu dieser Aussage kommen, dass Wargaming geldgeil wäre. Vielleicht kommt man irgendwie zu der Aussage, ja, es ist halt ein Unternehmen, was mit einer sehr aggressiven Marketingstrategie versucht, sein Produkt zu monetarisieren, was vielleicht Geldgeilheit anders formuliert, also eher auf eine seriöse Art, aber derjenige würde das trotzdem erstmal neutral betrachten und nicht wie jemand,
aus, wie ich oder wie ihr aus der Spielerschaft, der natürlich teilweise über Jahre dieses Spiel spielt, da vielleicht auch sehr viel Geld investiert hat und irgendwie jetzt sieht, dass sein Lieblingsspiel vielleicht eine Entwicklung nimmt, was einem nicht gefällt, auch gerade vielleicht hinsichtlich des Monetarisierungsthemas. Das soll eine Erklärung bieten. Ich will damit jetzt nicht unbedingt Sachen relativieren. Also gerade diese letzte Aussage, Wargaming wäre geldgeil. Und unterm Strich ist meine Aussage da auch, oder mein Argument immer, dann spiel halt was anderes. Also ich meine, der Spielemarkt ist groß. Ja, und es gibt ja auch ein direktes Konkurrenzprodukt zu World of Tanks. Das mag es nicht jedem gefallen, aber es gibt da zumindest auch einen Markt oder ein Spiel, was man sich noch anschauen kann. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, woher, du spielst es ja selber noch. Ja, ich spiele es selber noch. Aber hier muss ich auch sagen, dass mir halt gewisse Sachen an World of Tanks auch nicht gefallen. Und dass ich meinen World of Tanks-Konsum in den letzten Jahren auch relativ stark eingeschränkt habe. Und das halt auch aus den Gründen heraus, dass mich das Spiel teilweise auch frustriert. Vielleicht nicht, weil Wargaming geldgeil ist. Das sehe ich vielleicht auch aufgrund dessen, dass ich CC bin, ein bisschen anders und ich tatsächlich relativ wenig Geld mittlerweile ins Spiel investieren muss. Das muss ich fairerweise zugeben. Aber es sind halt andere Gründe, warum ich World of Tanks halt weniger spiele als vielleicht noch vor 3 oder 4 Jahren. So. Insgesamt, diese 3 Aussagen, also der Panzer wäre scheiße, der Panzer wäre überflüssig und Wargaming ist geldgeil in Bezug auf jetzt Tier 9 Premium-Panzer einzuführen. Das sind halt so meine Sachen, die ich jetzt erlebt habe in den Kommentaren, wo ich mir drüber Gedanken gemacht habe und was ich hier euch einfach mal ein bisschen näher bringen wollte. Euch einfach, ich will nicht sagen den Spiegel vorhalten, das klingt ziemlich scheiße, aber einfach mal so meine Eindrücke an euch zurück zu spielen und vielleicht den einen oder anderen dazu bewegen, vielleicht in der Zukunft über solche Aussagen kurz mal, zumindest wirklich kurz mal nochmal nachzudenken. Denn ich glaube, wir haben durch unsere Aussagen als Gemeinschaft, sei es auf Facebook, Forum oder wo auch immer, und vor allen Dingen auch durch unser Handeln, vieles selbst in die Hand. Also hier wird das Stichwort angebracht, ich gebe kein Geld mehr fürs Spiel aus. Das lese ich ja immer ganz häufig. Und das sollte, glaube ich, jeder von uns mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wenn ihr mit irgendwas nicht zufrieden seid, dann gebt dafür kein Geld aus. Also, dann, das ist nicht nur bezogen auf World of Tanks, sondern generell, das macht er ja woanders auch, bei anderen Produkten, bei anderen Dienstleistern, bei anderen Firmen. Ja? Wenn die Firma scheiße macht, dann kaufst du da halt nicht mehr. Wenn es scheiße schmeckt im Restaurant, gehst du nicht mehr hin. Und genauso halt bei World of Tanks. Ich will euch dazu nicht anregen, dass ihr gar kein Geld mehr für World of Tanks ausgeht, aber überlegt halt gut, ob den Euro oder die Euro, die ihr jetzt wieder ins Spiel packen wollt, ob das sein muss, oder vielleicht nicht, weil ihr gerade mit irgendwas nicht zufrieden seid. Oder ihr halt statt euren regulären, ich sag jetzt mal 100 Euro im Jahr, nur noch 50 Euro im Jahr ausgibt. Nur so als Anregung. Ich will hier nicht dazu aufreden oder anregen, gar kein Geld mehr fürs Spiel auszugeben, aber halt wirklich die Ausgaben zu überdenken und halt auch die anderen Aussagen, die so getroffen werden, darüber auch mal nachzudenken. Denn wenn halt die Community überall auf allen Plattformen schreit, der Panzer ist scheiße, wie gesagt, was wird denn passieren? Ja, nur mal das weiterspinnen. Und dann kommen wir, glaube ich, an den Punkt, wo wir uns alle relativ gut auf einen großen gemeinsamen Nenner einigen können. Was sagt ihr zu den Aussagen? Wie steht ihr dazu? Ich weiß ja, dass nicht alle gesagt haben, dass der Stritzwagen-Car scheiße ist. Trotzdem würde ich ja gerne mal eure Meinung zu hören. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ihm auch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen YouTube-Kanal, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Game One Fan, Küdü, Gorwin und Kulle. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.